Hallihallo und willkommen zu einer neuen Serienreview. Heute mit Young Sheldon Staffel 2. Die zweite Staffel hat 22 Folgen, also man siehe da, also es ist natürlich eine Serie, die jetzt vielleicht nicht jede Folge wichtig ist, sondern halt auch ein paar Filler-Folgen hat, beziehungsweise, ja, man kann aber auch, finde ich, sagen, Sitcoms sind eigentlich ein Haufen von Filler-Folgen, denn das kann man ja nicht vergleichen mit sowas wie Game of Thrones oder so. Aber, ja, wir machen eigentlich alle 22 Folgen Spaß. Ja, gehen wir mal einfach also auf wichtigere Punkte ein. Zum Ende hin kann es auch zum Spoiler kommen. Also wer das vielleicht noch gar alles sehen möchte, sollte zum Ende hin dann vorsichtig sein. Und dann werde ich wahrscheinlich nochmal explizit darauf hinweisen. Aber trotzdem werde ich immer hier ein paar Eckpunkte natürlich nennen, um darüber zu reden. Also wer wirklich eigentlich gar nichts wissen möchte, ja, da sollte sich die Staffel lieber erstmal angucken und dann wieder kommen. Aber sonst viel Spaß soweit. Ja, Sheldon lernt ich am Anfang auch erstmal ein Mädchen kennen, namens Paige. Aber ja, also die ist halt genauso ein Wunderkind wie er. Und ja, eigentlich zuerst verstehen die sich auch gut. Aber anstatt, dass Sheldon sich vielleicht in sie verlieben könnte oder sowas, weil sie halt weil sie ihn verstehen könnte und sie und so weiter, ist er dann einfach eifersüchtig auf sie. Und ja, man siehe da, sie hat später ja kein Grund mehr in sein Leben. Dann kommt ja später dann Amy. Also, ja, schade darum, aber ja, ihm sind auch schon mal Kinder hervorgekommen, die ähnlich sind wie er. Er würde natürlich immer noch behaupten, dass er der Bessere ist, aber ja, das muss dann jeder selber immer entscheiden. Die Mutter von Sheldon hat dann auch eine Glaubenskrise, wo es dann ganz heftig wird, denn Sheldon, weil sie ist halt sehr niedergeschlagen und um sie aufzupäppeln, findet Sheldon Gründe oder beziehungsweise Beweise, dass es Gott möglicherweise geben könnte. Nicht, dass es ihn wirklich gibt, sondern dass, weil das ist ja das Problem mit Gott, finde ich persönlich. Also du kannst ja sowohl nicht beweisen, dass es ihn gibt, aber du kannst auch nicht beweisen, dass es ihn nicht gibt. Das ist ja der Witz der Sache. Darum ist es ja für die Gläubigen auch so einfach. Ne? Aber ja, das fand ich sehr interessant, dass jemand, wenn jemand wie Sheldon das macht, dann ja, man sieht, er hat seine Mutter sehr, sehr lieb. Also, denn ja, Sheldon ist ja jemand, der in der Kirche mit dem Pastor erstmal stundenlang diskutiert, was für eine Scheiße der da eigentlich labert. Ja, und umso, das kannst du schneiden. Dann fangen wir jetzt mal von vorne an. Ja, Sheldon und seine Schwester machen auch dann eine Art Zwillingsexperiment mit, wo halt geguckt wird, wo die Unterschiede zwischen den beiden liegen, wo der Test sehr überraschend eigentlich ausfällt, je nachdem, aber war interessant. Sheldon bekommt dann auch noch sein erstes Videospiel geschenkt, lernt damit aber auch ganz schnell, dass das zu einer sehr, sehr schnellen Sucht führen kann. Sagen wir mal so, heutzutage ist man das gewohnt irgendwie, jeder kennt das. Damals, ich glaube, die Serie spielt ja keine Ahnung, in den 80ern oder so, war das halt vergleichsweise noch recht neu. Dann, wir haben ja auch noch andere Charaktere, zum Beispiel Georgie, nicht den aus S, sondern halt Sheldons Bruder. Der verliebt sich hier auch in ein Mädchen, nur das Problem ist, sie ist sehr gläubig, keusch und heißt Veronika. Und hat dann auch noch einen Freund und das zieht sich dann halt durch die, Mitte der Staffel irgendwie so bis zum Ende hin, dass Georgie da halt hinterher leidet, sagen wir mal so. Es gibt auch eine witzige Szene, wo sie über Gefühle redet und er dann so, ja, mir wurde auch letztens das Herz gebrochen und sie dann so, hä, von wem denn? Und er dann so, hallo, von dir? Aber er geht da nicht ganz gut damit um und mal gucken, ob da vielleicht noch was werden könnte. Sheldon bezeichnet sich dann in den Zeiten des Kalten Kriegs, wie schon gesagt, 70er, 80er, als Kommunist. Ja, das kommt gar nicht gut an. Also die Familie wurde generell, also es geht so weit, dass die Oma die ganze Zeit im Garten hängt und mit Flaggen um sich wirft, um zu zeigen, dass sie eine Patriotin ist. Denn die Leute sind sehr, sehr schlecht zu sprechen auf diese Familie. Aber es ist natürlich dann auf Sheldon, denn ja, Kommunisten. Er wird auch dann immer so zum Sprüche genannt, von wegen, Jogi zurück nach Russland, wo Sheldon sich natürlich fragt, hä, wie soll ich denn da zurückgehen, wenn ich da noch nie war? Anscheinend versteht er das noch nicht ganz. Das wird auch ein Witz ein bisschen hier von Sheldon, hier ab und an. Er ist schlau, aber macht dann trotzdem oftmals kindische bzw. dumme Entscheidungen. Aber ja gut, ist
macht es dann irgendwie immer noch ein bisschen nett, süß oder was weiß ich, wie man das bezeichnen möchte, weil Sheldon ist ja im Großen und Ganzen immer noch 10 hier. Also darum. Mary wurde dann auch noch schwanger, aber ja, wer Big Bang Theory so weit gesehen hat, alles weiß ja, dass Sheldon nur 2 Geschwister hat, also wird daraus anscheinend nicht viel. Ja, dann bekam, wie schon gesagt, Sheldon ist ja auch 10, aber er bekam schon College-Anfragen. Und ja, da kommt dann die Frage auf, so sollten wir ihn jetzt schon wegschicken oder sagen wir ganz klar, nee, der ist noch zu jung, der muss noch bei uns bleiben. Die Frage steht dann da halt im Raum. Sheldon versucht dann auch noch Schulsprecher zu werden. Ja, das ist auch ein netter Prozess gewesen. Fand ich ein bisschen dämlich, also die Schule ist nicht gerade die schlauste anscheinend. Also das war, was für Gründe da genannt wurden oder wie das so sich von Buh auf Yeah geschwungen hat, war irgendwie seltsam, aber okay. Dann auch noch diese Beziehung zwischen Mima, also der Oma von Sheldon, und Dr. Sturges. Fand ich sehr süß. Die haben zum Ende hin auch, ja, sagen wir mal, ja, was eine Krise ist es jetzt nicht, aber ja, Dr. Sturges hat ein kleines Tief, aber ja, eigentlich klappt es zwischen denen ganz gut und ist eigentlich ganz süß, die beiden zusammen, finde ich persönlich. Die letzte Folge bezieht sich dann auch noch zufälligerweise, hier kommen wir jetzt auch auf diesen Spoiler-Bereich, darum vorsichtig, wir kommen halt jetzt zum Ende hin, denn es geht hier viel um den Nobelpreis. Ja, das ist natürlich dann im Zug zu der letzten Staffel von Big Bang Theory natürlich komprimiert, sagen wir mal so. Ist ganz nett gemacht eigentlich, auch ein bisschen traurig zum Ende hin. Und das Schöne ist, am Ende haben wir noch eine richtig schöne Sequenz, Szene, wie man es nennen möchte. Denn Sheldon redet darüber, dass er wahrscheinlich für immer alleine bleiben wird. Und dann sehen wir plötzlich einen Jungen in seinem Zimmer mit einer Brille und Asthma-Spray und so weiter. Dann ein blondes Mädchen im Zimmer liegen mit einer großen Namen an der Wand mit dem Namen Penny. Dann noch einen, ja, einen Inder, der ja, da gerade wieder am PC nerdig ist. Dann auch noch einen, ja, einen kleinen Taugenichts von Sohn, der da zockt und von seiner Mutter angebrüllt wird. Ja, ein Mädchen mit Brille, das einfach nur schläft. Und Amy, die gerade im Bett liegt und ein Buch liest. Und dann sagt die erwachsene Stimme auch noch von Sheldon, zum Glück lag er falsch. Das fand ich sehr, sehr, sehr schön. Also wenn man so ein bisschen sieht, ja, was, wie die anderen so gelebt hat, das könnte ich mir auch vorstellen, dass man das so das auch ein bisschen mehr macht, dass man auch von den anderen ein bisschen was sieht. Das wäre vielleicht auch ganz interessant. Meistens natürlich bei so viel wie Leonard und Howard und so weiter. Ich weiß nicht, ob Pennys Leben jetzt so interessant ist. Ist wahrscheinlich sehr normal gewesen, irgendwie so ein Party gehen oder so. Aber ja, das fand ich ein sehr, sehr schönes Ende, muss ich sogar sagen. Ich fand das Ende hier sogar etwas, also es hat mich mehr berührt, fand ich irgendwie schöner als das Finale von der 12. Staffel von The Big Bang Theory, muss ich sagen. Ja, aber trotzdem mag ich beides, aber Young Sheldon jetzt gerade, weil, wie schon in The Big Bang Theory Review gesagt, ja, ist The Big Bang Theory auch zum Ende etwas schwächer geworden. Young Sheldon ist irgendwie noch so frisch und gut einfach und macht mir sehr viel Spaß. Ich mag den kleinen Jungen irgendwie so als Schauspieler und weiß ich, diese Familie. Ich finde das alles sehr sympathisch und macht mir eigentlich durchgängig Spaß. Und ja, ist einfach sehr schön. Ja, von mir bekommt diese Staffel auch dann schon eine 9 von 10. Ist einfach sehr gut gewesen, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie ich schon gesagt, man kann es halt nicht so vergleichen mit Game of Thrones oder so, aber wer halt diese Familie mag, kann da sehr gut unterhalten werden. Ja, wenn ihr diese Staffel denn schon gesehen habt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr denn von dieser haltet, was ihr von Young Sheldon als Serie generell haltet. Mögt ihr lieber den jungen Sheldon oder den alten Sheldon? Und ja, dann bedanke ich mich jetzt fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.